Am meisten begeistert mich in der Kunst die Vielschichtigkeit des Sehens und dass man verschiedene Perspektiven und Räume eröffnet, die ohne Kunst so einfach nicht sichtbar und erlebbar wären. Robert Weißenbacher ist bildender Künstler der Whitebox Ateliergemeinschaft in München. Mit 18 anderen Künstlern hat er hier die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und seiner Berufung nachzugehen. Für seine Gemälde fertigt er die Leinwände selbstständig aus Keilrahmen und Stoff an. Den Impuls für das Handwerk hat der Künstler von seinem Großvater. Mein Großvater war Schreinermeister und ich fand es tatsächlich irgendwie immer einen schönen Gedanken, auch mit den Händen was zu machen. Und es ist dann nicht nur das Handwerk, es ist nicht nur das philosophische und die theoretische Betrachtung, sondern es ist im Grunde genommen ein Wechselspiel aus mehreren Ebenen, die dann auch so einen Spaziergang durch die Kunst einfach ganz anders erlebbar machen. Nach der Grundierung lässt Robert die Leinwand trocknen. Währenddessen mischt er sich seine Farben selbst zusammen. Hühnereier, Leinöl und Farbpigmente. Durch dieses Naturprodukt kann er ganz auf giftige Lösemittel verzichten. Schon seit seinem Studium begeistert sich der Maler für die sogenannte Eitempera-Malerei. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne aus diesem organischen Charakter raus, wie dass das Ei von der Struktur vorgibt und eben nicht aus der Tube schon fertig gemischt ankommt. Mit dieser organischen Farbmischung widmet sich der Künstler dem nächsten Auftrag. Dabei arbeitet er sehr konzentriert. Für die Struktur setzt Robert Hell- und Dunkelakzente. Die Inspiration für seine Werke findet er dabei nicht nur durch die klassische Kunst. Alles, was mich interessiert, sei es ein Bild auf dem Flohmarkt oder wirklich eine super Courbet-Ausstellung in Paris, ich möchte einfach Futter und dieses Futter sozusagen verdauen und zu was Eigenem machen. Das ist mein Puls, der mich treibt in die Malerei. Robert kann hier seine Kunst nicht nur ausleben. Die Whitebox bietet ihm auch eine Plattform für seine Werke. Dank dieser Kunstgemeinschaft kann der Kunstschaffende in einem Gastatelier seine Ausstellung aus dem Lockdown präsentieren. Das ist für mich jedes Mal eine neue Herausforderung, weil im Kern für mich jeder Ausstellungsraum so eine Art Geschichte auch erzählt, als würde der Betrachter und die Betrachterin in meine Bildwelt, in meinen Kopf spazieren gehen. Oft gibt es ja so dieses Klischee, dass man vor einem Bild steht und fragt, was wollte uns der Künstler damit sagen? Und wenn ich daneben stehe, habe ich oft mich dabei erwischt, dass ich mich eher gefragt habe, was sagt mir der Betrachter und die Betrachterin zu meiner Arbeit und über meine Arbeit? Doch seit dem Lockdown ist das so nicht mehr möglich wie zuvor. Die Kunst ist drin und kommt nicht raus, die Menschen sind draußen und kommen nicht rein. Der Künstler und die Stiftung Kunst und Natur möchten mit dem Projekt Hashtag Kunstausbruch dagegen wirken. Sein Werk hat eine ganz besondere Bedeutung. Der Fisch, der als Hinterglasmalerei hier in Erscheinung tritt, hat den Titel Übereck. Er lädt den Betrachter, die Betrachterin ein, Übereck das Bild anzuschauen. Das ist die Idee, mit dem Bildraum und dem Realraum in eine Symbiose zu treten.